Moin, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge der Sivi erklärt. Heute erkläre ich euch mal die tödlichsten und gefährlichsten Infektionserkrankungen auf diesem Planeten, wie man sie erkennen kann und was man dagegen tun kann. Wir wollen anfangen mit der ersten Infektionserkrankung, nämlich der... Moment, Moment, einen Moment, ich kriege gerade eine Nachricht von der Regie hier. Ja? Was? Nee. Im Ernst? Echt jetzt? Ja, alles klar. Okay, gut. Ja, also, ja, liebe Freunde, wir sind gleich auf, oder ich bin gleich wieder für euch da. Hier kommen gerade ganz wichtige Neuigkeiten und das ist ganz, ganz wichtig. Also bleibt bitte dran für eine ganz wichtige Mitteilung und wir sehen uns dann gleich wieder. Alles klar. Moin, hier ist Timo. Ich bin der Außenreporter vom Sivi und ich befinde mich ganz exklusiv hier in Ratzeburg in der Friedrich-Ebert-Straße bei Frau Waltraud Ingeborg Grabowski. Die erste Frau, was wir jetzt ganz exklusiv gemeldet bekommen haben, die an einem Männerschnupfen erkrankt ist. Also ich muss sagen, ich bin hier gerade im Außeneinsatz, lieber Sivi, und ich bin wirklich, also man sieht, ich habe keinen Mundschutz und nichts. Ich setze mich dieser tödlichen Infektion auseinander, damit alle Zuschauer wirklich live erleben können, was hier jetzt gerade vor sich geht. Frau Grabowski, wie ist das denn jetzt eigentlich geschehen? Wie können Sie eigentlich als Frau an den Männerschnupfen erkranken? Ja, Timo, was soll ich bloß sagen? Wie konnte das geschehen? Also, ich war letztens auf der Party. Und da war ich mit einer Freundin, weil wir ein paar heiße Kerle aufreißen wollten. Ja, und irgendeiner von denen scheint krank gewesen zu sein und den Männerschnupfen schon gehabt zu haben. Also ich denke, dass ich mich da einfach angesteckt habe. Ach so, okay, alles klar. Aber trotzdem, das wird mir nicht so ganz klar. Wie können Sie denn als Frau an dem Männerschnupfen erkranken? Also das, verstehe ich nicht so ganz. Naja, weißt du, Timo, ich habe mich vor 20 Jahren umoperieren lassen. Eigentlich war ich ja Herbert. Aber jetzt bin ich Waltraud Ingeborg. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich einfach mal ein Mann gewesen bin, dass einfach das Männerschnupfvirus einfach das gemerkt hat, dass ich mal ein Mann gewesen bin. Vielleicht lag das ja daran. Ah, okay, alles klar. Das kann ich denn jetzt ein bisschen schon nachvollziehen. Okay, gut. Wie fühlen Sie sich denn jetzt aktuell? Ja, weißt du, Timo, ich fühle mich todkrank. Also, es gibt nichts Schlimmeres. Ich habe ja nach meiner OP schon drei Kinder auf die Welt gebracht. Aber das ist ja gar nichts im Gegensatz zu den Männerschnupfen. Ich fühle mich wirklich todkrank, ehrlich. Ich glaube, ich sterbe bald. Aber bevor ich sterbe, möchte ich doch mal richtig was mit einem richtig geilen Kerl haben. Da fällt mir gerade ein, du gefällst mir schon ganz schön, ne? Sag mal, was meinst du? Wollen wir beide nicht mal so ein bisschen? Dann machen wir die Kamera aus und du kommst einfach mal zu mir mit ins Bett. Was meinst du? Wollen wir? Ja, Frau Gabowski, also ich glaube, also wissen Sie hier, ich bin nämlich schon verheiratet, aber trotzdem, sonst wäre das vielleicht eine Idee gewesen. Okay, Timo, falls wir uns nicht mehr sehen sollten und ich sterbe, es war wirklich sehr schön. Ich hoffe, ich konnte der Weltbevölkerung da draußen ein bisschen die Augen öffnen, weil der Männerschnupfen ist ganz schlimm. Leute, lasst euch am besten von euren Frauen wirklich bevor bemitleiden und
alles Mögliche. Also die Frauen müssen euch wirklich auf Händen tragen. Das ist eine ganz, ganz schlimme Erkrankung. Also liebe Welt, denkt dran, liebe Frauen. Wenn eure Männer die Männerschnupfen haben, kümmert euch ganz doll um ihn, ja? Und jetzt wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, dass ich das überleben werde, jetzt so als Frau, als Waltraud Ingeborg Grabowski. Und ich versuche einfach, gesund zu werden. Also Grisonblutdoktor! Ah ne, Grisonblutdoktor. Ja. Ja, wir gucken mal, ob das was wird. Okay, liebe Zuschauer, also, ihr habt das jetzt live mitbekommen. Die erste Frau, wenn man das denn so nennen darf, die an Männerschnupfen erkrankt ist, ja. Und ich gebe zurück ins Studio zum Sivi, der ja jetzt mit seiner eigentlichen Folge der Sivi erklärt weitermachen wird. Alles klar, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Haut rein, ciao, euer Timo.